Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Demonia. Ich habe zwar immer noch 9 Folgen im Voraus, aber ich habe einfach Bock, mehr Demonia zu zocken. Deswegen machen wir das und wir gehen hierhin. Es hat ja schließlich geklingelt. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Phantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? So, erstmal ein Aschenbecher, okay? Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Was? Ich verstehe es einfach nicht. Das verstehe ich noch nicht. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Haha. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Nee, das geht nicht. Hast recht. Ist es da oben nicht ein Hut? Mann, warum ist denn hier nie ein Hut? Ich hab wahrscheinlich schon 50.000 Hüte übersehen. Ein Warnschild für Vögel? Wer denkt sich denn so einen Unsinn aus? Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Ich wusste es. Ja, und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Ich wusste es. Es war so klar, dass hier auf einmal so ein Vogel da reinklatscht, Alter. Rufus, latsch doch nicht über den Vogel. Alles klar. Okay, was haben wir denn noch so? Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Och Mann, lass mich den doch nehmen. So, Dekan, haben wir hier noch irgendwie was? Hut oder so? Ich sehe echt nirgends einen Hut, ey. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Echt nicht. Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Du nicht? Ach nee, Rufus macht keine Fehler, stimmt. So, ich glaube, wir haben hier alles. Ha. Buntglasscherben, wir haben einiges gerade gesammelt. Ach nee, das macht ja irgendwie das mit dem Einhorn. Was ich auch noch nicht ganz verstehe. Das ist die Labortür, Ziege, nicht Einhorn. Es ist doch eine Pfeife. Ja, Unkraut. Ja, jetzt haben wir gestoppte Pfeife. Die müssen wir jetzt noch irgendwie anzünden. Die Idee kannst du in der Pfeife rauchen. In der Pfeife rauchen. Gehen wir nochmal zum Hörsaal. Was haben wir denn hier so? Im Gaul. In der Regenrinne. Können wir dann einen Eimer irgendwie füllen? Das würde bestenfalls alles verstopfen. Sicher? Ich weiß ja nicht. Können wir vielleicht... Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Ach, egal. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Ja, weiß man nicht, würde ich mal sagen. Weiß man nicht. Okay. Ich will Sie nicht mit diesen profanen Allerweltsproblemen von Ihrer Aufgabe... Okay, Sie sollen immer noch die Dings-Anomalie beobachten. Kommen wir nochmal hierher.
Kutin. Kutin, ja, Kutin wir nochmal hierher. Es macht gut Sinn, dieses Deutsch. Haben wir wirklich nichts vergessen? Ich habe irgendwie das Gefühl, man kann hier noch irgendwo lang gehen. Aber irgendwie auch nicht. Oder irgendwas machen oder so. Vogel kann ich... Oh Mann, Rufus, dreht doch nicht immer rauf. Braucht ihr eine Pfeife? Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja. Ja. Stör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Okay. Wir haben die Labortür, aber die kriegen wir nicht auf, ne? Abgeschlossen. Alles Och. Andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Ja, mich auch. Geht das? Go, go, Rufus Gummiarm. Nix. Dieses ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Anspielung an One Piece. Euer Ernte, ey. Euer Ernte. Oh Mann. Na dann zeig mal, was du kannst. Mit dieser lächerlichen Brille kann ich nicht einmal richtig sehen. Deine Augen können dich täuschen. Vertraue ihnen nicht. Als ich noch sehen konnte, schien es ja auch eine gute Idee, Mrs. Sensei zu heiraten. War die auch blind? Also jetzt reicht's. Zeig diesem Großmaul, was du gelernt hast. Habe ich was getroffen? Ja, den Kern der ersten Lektion. Du wirst kein Ziel treffen, solange Treffen nicht dein Ziel ist. Das ist... Ja. Stör ihn nicht. Er schlägt nicht. Können wir... Hey, Finger weg. Kerski, nicht, Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Um Arsch. Um Arsch. Moment. Haben wir auch nichts mehr, ne? Hier haben wir noch das Gerüst. Lieber den Krempel in der Hand, als denselben Krempel auf dem Dach. Okay. Geht das? Das würde bestenfalls alles... Stopfen. Lieber den Krempel... Okay. Lieber den Krempel... Okay. Das würde... Okay. Wir haben hier nur das Schnabeltier. Sie könnte ruhig mal mit... Vielleicht hat sie ja... Oh. Sie könnte ruhig mal mit anpacken. Vielleicht erkennt sie, wie sinnlos seine Bemühungen sind. Vielleicht hat sie aber auch eine Anti-Haltung, die ihr ein schlechtes Semesterzeugnis einhandeln wird. Genau. Ist der Versuchsaufbau. Da können wir nichts dran ändern, würde ich mal sagen. Und die Vorlesungsuhr, die brauchen wir auch nicht. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich versuche nochmal den Käfig mitzunehmen. Jetzt kann er ja nicht mehr ausrasten, glaube ich. Oder? Ach, herrje. Ach, komm. Es hat doch bereits das alte... Verwirrt. Mann. Er braucht keine Hilfe. Der schafft das gar... Okay. Warte. Er braucht keine... Der schafft... Schade, das wäre geil gewesen. Es hat doch bereits... Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Was ist? Die Vorlesung ist vorbei. Wir wollten uns noch ein paar Notizen machen. Immerhin waren das ein paar aufregende Entdeckungen. Vielleicht sind wir sogar die ersten Zeitreisenden Deponias. Nein. Träumt weiter. Die ersten sind bereits in ein paar Stunden gestartet. Genau. Ich will sie nicht. Reden wir nochmal mit Goal. Vielleicht hilft das ja. Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Willst du eine Pfeife? Wollen wir nicht das Kriegsbeil begraben und eine Friedenspfeife rauchen? Hey, ich hatte eben eine ganz ähnliche Idee. Zumindest kam auch ein Beil und ein Grab darin vor. Warum ist Golden so übel angepisst? Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Ich meine, klar, Rufus ist Rufus, aber... Bezweifle ich, dass sie mir da... So heftig? Ich versuche nochmal den Schalter irgendwie umzulegen. Was bringt das nochmal? Jetzt knabbert das Viech da dran rum.
Macht das irgendeinen Unterschied, wenn ich jetzt hier hochgehe oder so? Sehe ich dann irgendwas? Nee, ne? Nee. Das scheint das Unima in Fachkreis. Jetzt? Go, go! Schade. Diese ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Ja. Ich trinke gerade nebenbei Energy und jetzt muss ich die ganze Zeit aufstoßen, ey. Hey, nein. Willst du mal was Tolles? Geht gar nicht. Stör ihn. Schreck nicht. Okay. Stör ihn. Das geht auch nicht. Hey, hey. Das geht auch nicht. Willst du das geht auch nicht. Ja. Oh, warte mal. Meine alte Pfeife, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Yeah. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. Verrückt? So, guck, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Ja, merke ich. Damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Alles klar. Können wir jetzt den Schlüssel nehmen? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Was? Psst! McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch. Es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Ach, was ist denn heute mit dir los? Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. Ach, was stimmt. Ist denn heute? Du klingst schon... Na und? Er kann sie mit seinem... Okay, das hatten wir schon. Hier. Komm schon, Mac. Ich brauche deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht. Das schaffe ich auch ohne dich. Komm schon. Wobei, okay, das hatten wir gerade. Gut, wir können jetzt auf jeden Fall den Schlüssel damit benutzen. Und ins Labor gehen. Nice. Sehr, sehr geil. Ach, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ja, hier ist doch sicherlich ein Hut. Hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Hut? Hut? Sehe ich irgendwo einen Hut? Nein, irgendwie nicht. Mann, no. Das ist jetzt aber irgendwie doof. Da oben auch nicht, schade. Können wir da... Wie ist er denn da hochgekommen? Ach, da, Leiter, okay. Ich wollte gerade sagen, wie ist er denn da hochgekommen? Können wir irgendwie eins von den Zetteln aufheben? Ein Bronzehahn. Igittebä, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Ja, ich auch. Ich gitte bäh. Okay. Tachyonentank. Boah. Es tut mir leid. Ich sollte nicht Energy trinken irgendwie, während ich aufnehme.
Das ist nicht so gut. Das ist definitiv nicht so gut. Nach Tachyontank. Stellen wir das mal in den Tachyontank. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Ja, gut. Das hier vielleicht? Nix da. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Okay, wir haben jetzt Öl. Was sollen wir denn mit dem Öl machen? Hey! Dem geben irgendwie? Willst du mal was Tolles? Ja. Ach, geht gar nicht. Stör ihn nicht. Er muss schlägt nicht. Okay, schade. Moment. Ein bisschen Öl kann allerdings. Okay, das ist eindeutig zu viel. Haben wir hier noch irgendwas? Gut. Hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ja. Obwohl? Nix da. Schade. Okay, wir haben hier nur die Zeitmaschine und sonst haben wir ja eigentlich nichts mehr, ne? Den Öldings hier. Na ja, gut, den Bronzehahn, das Tachyonen, den Tachyontank. Sonst aber nichts. Das heißt, wir versuchen nochmal, Necronicle zu überzeugen. Ach, was ist denn heute nur klingt? Na, er hat okay. Goal vielleicht? Ah, nein, die Leute, stimmt. Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke. Nimm. Das depliziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow. Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Alles was klar. Ist es? Ich. Nerdbird. Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein. Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyontank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Doch. Nein. Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Kommt das in der Klausur? Sie sind hübsch, sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Ja gut. So, wir können daraus auf jeden Fall schon mal eine 4D-Brille machen, denke ich mal. Okay, wir brauchen Feta-Käse. Ah, Ziege! Nur wie kommen wir an die Ziege? Das ist die Frage. Kommen wir nicht irgendwie da oben lang oder so? Nee, Manu. Wir brauchen die Ziege. Irgendwie. Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht. War das ein Ja? Oh. Ach, ja. Ach, ja. Ah, warte mal. Öl in die Regenrinne. Ja. Weg mit dem Zeugs. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Ich weiß nicht. Oh Gott. Und Schlag. Igitt.
Was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Bravo! Du hast endlich etwas getroffen. Okay. Mein Komikzentrum.